So, bin wieder hier im Dunkeln und ja, es ist hier sehr dunkel und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich soll ja dieser Spur folgen. Und ich habe im Moment keine Laterne und so weiter. Ich habe im Moment nichts. Ich kann leider hier keine Fackel von der Wand nehmen. Achso, doch, Laterne habe ich im Moment. Gut, aber ich glaube, das hier war der Rückweg, ne? Regenhalle. Ja, ich kam aus der Regenhalle. Und dann ging es ja hier lang. Hier hin, aber weiter geht nicht. Merkwürdig. Da ist ein Hebel. Moment. Wie war noch mal das mit dem Hebel machen? Halte R2 gedrückt und bewege den rechten Stick in gewünschte Richtung. Achso. Samen, öffne dich. Oder soll ich nicht? Na dann. Eingangshalle? Achso. Hier bei dem Spiel ist das mit Türen öffnen halt ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ja gut. Da geht's runter. Eingangshalle. Weinkeller. Die Tür ist verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Okay.
Labor. Da komme ich rein. Aber im Weinkeller nicht. Fackel. So, ich hoffe, die Fackel geht nicht lange. Oder doch. Nebel des Grauens. Oder so ähnlich. Wasser. Okay. Das ist die Flüssigkeit, die aus der Scheide kommt, oder wie? Oder was? Oder. Oh Gott. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensexistenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug. Aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkers und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kubrit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königwasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Mhm. Scheidewasser kann man gut trinken und so. okay. Weiter im Text hier. Das Experiment war erfolglos. Ich nerv mal nebenbei einen kleinen Chip hier. Die Lösung. Das ist auch nicht so gut beim Vorlesen. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden. Außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Siehst du? Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine chemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Okay. Okay, da kann man das nochmal nachlesen, wenn man will. Gut. Thank you.
Brief. Umlagerung der Chemikalien. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften. Ich nehme mal das halt Ablüften. Ich kann nicht erkennen, ob es nur ein U ist oder auch ein Ü, weil die Schrift ist da so ganz komisch geschrieben irgendwie. Abluften wäre auch ein komisches Wort, ne? Also der Dämpf. Meine Experimente hat sich auf meiner gelagerten Ingredienzien ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Okay. Okay, wieder mal eine Zunderbüchse hier. Dieser Nebel des Grauens oder wie bei. Okay. Du machst mir Angst. Da komme ich also nicht durch. Eingangshalle. Da war nichts, okay. Haha. Ja. So, dieses Spiel habe ich jetzt heute hier gespielt. Wieder mal am 6.9. um 0.55 Uhr. So. Bitte was? Ich hatte gestern 4 Frikadellen gegessen. Einmal so am Nachmittag irgendwie und dann nochmal abends welche. In was für ein gruseliges Schloss bin ich denn hier reingeraten, sag mal. Und wie komme ich überhaupt hierher? Und komme ich überhaupt wieder hier raus? Archive. Okay. Das wäre was für Bob Andrews. Der ist ja zuständig für Reserves und Archive und so. Seltene Bücher. Darunter vielleicht auch die drei Fragezeichen. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Interessant. Ah.
Kataloge. Hallo, ist jemand hier? Studie. Studium, wie auch immer. Nix. Auch nix. Da sind nur Hemden drin. Southampton, was? Nix. Ah. Ein Zunderbuchs, Dingsbums. Moment, da unten eine Tür. Sind nur Bücher. Ja. Okay. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Da war er gefangen. Einmal Licht. Wir kommen einmal reich. Hau ab. Okay. So, hier ist auch schön. Naja, aber auch nicht viel heller. Was haben wir denn hier? Geschichte. Er lässt sich nicht öffnen. Es ist aber abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Nicht es ist aber abgeschlossen. Nix. Alte Bände. Verbände oder was? Ich nehme die Kerze hier. Ich höre so auf jeden Fall Musik. Blam, blam, blam. Wie nennt man das nochmal? Kein Klavier, das war was anderes. Thank you.
da nicht drauf spielen. Ein großes Bild mit ein paar Schiffen drauf. Hallo, wo bin ich denn hier? Ich will hier raus. Achso, ich habe nichts mehr. Ja. Da geht es wieder zurück zur Eingangshalle. Und sonst war hier nichts mehr, ne? Die andere Richtung hier. Okay, da geht eine Brücke drüber. Ja. Meine Nase juckt. Da ist eine kleine Truhe. Was gibt's denn da? Nochmal Öl. Okay, zwei von den Dingen wieder. Kann ich zwei Kerzen oder so anmachen? Ei. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. You're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Ja. Ah ja. Westhalle. Ostflügel. Gut, heftig. Okay. Der Typ hier, Königreich von Preußen. Mittelpreußen. Irgendwelche Briefe, die wir nicht lesen können. Tja, aber das was. Oh. Unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light.
lashed out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Tja, was soll man dazu noch sagen, ne? Und überhaupt, wo sollen wir denn jetzt hier hin? Das ist doch die Frage. Wo soll ich hier hin? Grundrisse. Hier war ich ja. Jetzt hat er sich was aufgeschrieben. Was hat er sich denn aufgeschrieben? Hm. 19. August 1839. Ich wünschte, ich könnte fragen, an wie viel du dich, was? Ich wünschte, ich könnte fragen, an wie viel du dich so erinnerst. Ich weiß nicht, ob du irgendetwas übrig bleiben wird. Nachdem ich diesen Trank zu mir genommen habe, hab keine Angst, Daniel. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber du willst eins, du solltest eins wissen. Ich habe beschlossen zu vergessen, versuche dich an diese Tatsache zu gewöhnen und stark zu sein. Es hat einen Grund. Du bist mein letzter Versuch, alles wieder in Ordnung zu bringen. So Gott will, löst der Name Alexander von Brennenburg noch immer bittere Wut in dir aus. Wenn nicht, muss das hier schrecklich klingen. Geh zum inneren Heiligtum, finde Alexander und töte ihn. Sein Körper ist alt und schwach. Dana ist jung und stark. Ja, ja, das hatten wir auch schon mal irgendwo. Er wird leicht für dich zu schlagen sein. Ja, ja, dein früheres Ich. Tagebuch, wer hat da was aufgeschrieben? Nummer 3 von 3. Nee, das hatte ich ja auch eben. Keine Ahnung. Finde den Flügel zum Weinkeller und so weiter. Ja, aber. Guck mal, meine Öllampe. Öl ist nicht mehr viel drin. Brennstoff für die Welt. Ach so. Ich gehe mit meiner Laterne und die Laterne mit mir. Bum bum. Was sagt da mein? Alles ist gut. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Na, ist ja normal. Hallo? War zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Aha. Ja, anderes habe ich hier im Moment nicht. Hier geht es ja nicht weiter. Ich brauche auf der einen Seite den Schlüssel für die
Weinkellertür. Und auf der anderen Seite. Hier geht's ja auch nicht weiter. Hier auch nicht. Ich sehe momentan hier keinen anderen Weg. Was ist denn jetzt kaputt hier? Überall ist es eingestürzt. Ich komme nirgends weiter. Hä? Verstehe ich im Moment nicht. Die Kiste habe ich aufgemacht. Für lange Brote. Ne, auch nicht. Moment, das muss hier. Ne, auch nicht. Sehr merkwürdig. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich soll einen Schlüssel suchen, ich soll irgendwas anderes suchen, um die Mauer da kaputt zu machen, aber hier ist ja nichts. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso ist das jetzt doch kaputt gegangen? Merkwürdig. Oh. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Was hat er denn jetzt wieder aufgeschrieben? Umlagerung der Chemikalien? Nein. Tagebuch? Auch 3 von 3? Nee. Merkwürdig. Mehr nicht? Altstadt und Schloss Brennenburg, 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern
Ostpreußen. Seit Jahrhunderten von umgeben, Geschichten des Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischen liegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Ach, wie schön. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Na, da können ja Dean und Sam Winchester ein Lied von singen, von der Dunkelheit. Aber Glaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hier ein bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichte zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen verwandelt sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als grauliche Wiedergänge. Sie ziehen still durch die Unterholz und scheunen vor jeden zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer und ihr Leben kämpfen hören. In feuchten Leinensäcken, die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Oh Gott, wie weit geht das noch? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte oder so ähnlich. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Das heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein. Aha. Und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das schlafende Städtchen in den Wäldern besuchte und was ist ihm zugestoßen? Oh Gott, noch mehr. Der unsterbliche Baron. 1, 2, ah ja, okay. Weil da muss ich auch aufhören. Der Baron von Brennenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adeligen Geborenen der Fall ist, hat er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erfährt man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wieder errichtet, der die Rolle des Beschützers
des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Liebe Genossen, die Familie war immer sehr verschwiegen, das ist ja gediegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen herkam. Während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Okay, Wahnsinn, das ist immer so eine Sache, weil ja mit den ganzen Buchstaben, die halt ein bisschen so komisch hier geschrieben sind und dann was macht das jetzt für einen Sinn, diese Bücher und dann dieses Getacker? Ich habe keine Ahnung. Was tackert denn da so, wenn man die Bücher da rauszieht? Und ein schwaches Licht scheine hinter dem Regal. Was scheine ich mit da? Es muss eine Möglichkeit geben. Okay, vielleicht sind die Bücher deswegen dafür gedacht. Und dass man das dann bewegen kann, oder was? Nee. Okay, noch eins. Drei Bücher. Okay. Oh. Jawohl. Geiles Rätsel. So. Da ist der Schlüssel. Der Weinkellerschlüssel. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Gut, ich werde das nochmal später lesen. Ich mache erstmal Schluss hier vor alle. Hallo? Nein. Gut, dann muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier wieder rauskomme und dann. Sache mit dem Weinkeller. Hier ist er verschüttet.
die Seite ist verschüttet. Und hier ist er verschüttet, also komme ich denn da wieder raus? Würde ich gerne mal wissen. Ich habe im Moment echt keine Ahnung. Alles ist verschüttet, wo ich eigentlich hergekommen bin, und ich kann nicht mehr zurück. Dann habe ich nur diese Ecke hier. Aber hier geht es ja auch nicht weiter. Hallo? Hat sich jetzt hier die Tür geöffnet oder was? Studie, ah ja. Was? Da war jemand. Hallo? Jemand oder etwas? Ja. Da ist auch verschüttet. Na toll. Ach, Alter, das ist doch nicht wahr. Warum ist denn alles ja verschüttet, Mann? Gut, dann gehe ich jetzt zurück zur Eingangshalle. So, ich habe jetzt 47 Minuten auf der Uhr. Okay. Da muss ich jetzt echt hier langsam mal aufhören. Gut, ich werde von zurück oder sowas. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Und angenehme Träume. Mach's gut. Bye bye.